Setz dich. Pacer ist unser Bruder. Wir heißen ihn bei uns willkommen. Sprecht, meine Krieger. Sag uns, Pacer, ist es wirklich wahr, dass die Erde rund ist wie ein Ball und der weiße Mann überall herrscht? Ja, das ist wahr. Sag uns, warum die Menschen auf der unteren Hälfte nicht runterfallen? Ich bin noch nicht dort gewesen. Vielleicht fallen sie runter. Wenn ihr hier losgeht, hier, und immer weiter in dieselbe Richtung lauft, dann kommt ihr dort an, wo ihr losgegangen seid. Ja, Thomas? Warum fallen wir da nicht runter, wenn wir unten lang laufen? Ganz einfach, das liegt an der Gravitation. Und wie sieht die Gravitation aus? Gravitation ist die Schwerkraft, wir können sie nicht sehen. Aber wir wissen, dass diese unsichtbare Kraft uns davor bewahrt, runterzufallen. Einige von euch wissen doch schon, was ein Magnet ist, oder? Ja, ich auch. Dann will ich es euch so beschreiben. Die Schwerkraft wirkt praktisch wie ein Magnet. Sie ist eine natürliche Kraft, die uns davor bewahrt, dass wir alle davonfliegen. Ja, aber die anderen sagen doch, die Erde ist flach. Und das ist richtig. Hört nicht auf sie. Ich habe dich in Schutz genommen, Sarah. Gott weiß, das habe ich getan. Aber jetzt haben dich deine Worte verraten. Das Gesetz der Schwerkraft ist schon 1687 von Sir Isaac Newton entdeckt worden. Das ist jetzt beinahe 200 Jahre her, Onkel Evan. Aber es gibt nur ein Gesetz. Das Gesetz Gottes. Wenn unser Schöpfer gewollt hätte, dass wir verkehrt herumlaufen, dann hätten wir Füße an unseren Händen. Sie ist eine natürliche Kraft, die uns davor bewahrt, dass wir alle davonfliegen.